Okay, dann sollten wir vielleicht mal starten, ne? Ich hoffe jetzt, dass es mit dem Mikrofon hier ist. Heute ist ein besonderer Tag in meiner YouTube-Karriere. Genau heute vor einem Tag habe ich das erste Video auf YouTube hochgeladen. Seitdem ist einiges passiert. Ich habe hier gerade die Analytics offen. In einem Jahr habe ich 50.000 Minuten Wiedergabezeit auf meinem Kanal, 21.929 Aufrufe, 704 mag ich Bewertung, 28 mag ich nicht Bewertung, 138 Abonnenten habe ich gewonnen und ich habe mit dem Kanal bei 0 angefangen, also da war kein Abonnent drauf auf dem Kanal. 58 Videos sind es insgesamt, die ich gemacht habe über ein Jahr. Das ist vielleicht ein bisschen wenig. Wenn ich das im zweiten Jahr vielleicht um das Doppelte steigere, wäre das gut. Was sagst du? Ich habe meine gewollten 500 Abonnenten nicht erreicht zum Jahresende. Nicht mal die 200, die ich dann quasi als zweites Ziel gesetzt habe. Schade. Aber ich habe viel gelernt. Ich habe letzte Woche beim Durchscrollen der ganzen Videos, die ich gemacht habe, natürlich wieder von null angefangen, mir den Anfang angeguckt. Und es war sehr witzig zu sehen alles. Am meisten ins Auge gefasst habe ich die erste Timelapse, die ich gemacht habe. Die sah so aus. Und ein Jahr später habe ich die nochmal gemacht und jetzt würde sie so aussehen. Selbst das ist noch nicht perfekt, also da geht immer was, also es geht immer besser. Wichtig ist halt bloß, dran zu bleiben und das immer und immer und immer weiter zu machen. Und diese Unterstützung bekommen, die ich bekommen habe durch Freunde, Familie, hier, der das Video mal geliked hat, der es geteilt hat, alle Aufrufe, gilt hier auch der größte Dank an Caro. Da sie ja immer mit dabei war, oder beziehungsweise, sagen wir mal, 90% der Zeit immer dabei war, mir geholfen hat, mitgefilmt hat, ihre eigenen Vlogs gemacht hat. Das Einzige, was sie nicht gemacht hat, ist geschnitten. Das musste ich immer selber machen. Apropos harte Arbeit, habe ich ganz vergessen. Das beste Beispiel, was ich gesehen habe in meinem Leben live, ist der gute Christoph. Der hat damals angefangen mit einer Canon 20D für 50 € von eBay oder so. Und ist rausgegangen, hat Fotos gemacht und ist jetzt auch ein Jahr durchgezogen. Ich verlinke seine Instagram-Seite mal unten. Also der macht diese Landschaftsfotografie von Mecklenburg-Vorpommern überall auf Rügen, hier in Rostock, auf was weiß ich. Der ist auch jedes Wochenende gefühlt unterwegs. Xiao-Miao-Fotografie. Ich kann es nicht aussprechen, es tut mir sehr leid. Ich weiß gar nicht, wie viele Abonnenten er mittlerweile auf Instagram hat, aber über 2000, 3000 oder so. Schon. 5012 Abonnenten. 5012. Guck mal auf die Instagram-Seite, ich verlinke die natürlich unten. Das ist auf jeden Fall ein krasses Beispiel. Also, wenn du das siehst, Christoph, kannst du gerne mal posten, was du, wenn du es weißt, in einem Jahr gemacht hast an Abonnenten. Was ich gerade sagte, dass man immer dranbleiben sollte und immer das Beste aus den Möglichkeiten rausholt, die man hat. Auf jeden Fall sehr interessant. Noch ein witziger Fakt ist, dass ich diesen Kanal am 18.02.2017 habe ich das erste Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und am 18.02.2012 habe ich diesen Kanal gegründet. Also der Tag stimmt ganz genau durch Zufall, das war keine Absicht. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich durch die Analytics gegangen bin. Aber der hieß er damals so anders. Und dann hieß er bestimmt irgendwann nochmal anders. Bis er jetzt zu dem Namen geworden ist, wie er ist, an dem auch wieder alle mitgeholfen haben. Und ich hoffe wirklich, dass ich im zweiten Jahr 500 Abonnenten schaffe. Das wäre ziemlich cool. Die Top 3 der beliebtesten Videos waren der Carporn von dem Golf 3 R32. Der hat sage und schreibe 12.172 Aufrufe gemacht. Das sollte ich vielleicht öfter machen dieses Jahr. Dann die nächsten beiden Videos sind Radau. Da haben wir einmal das erste in Güstrow, was ich gefilmt habe. Wir sind der Radau! Und dann das in Rostock, das Herbstrennen. Hey, ist das Felix? Und auf dem vierten Platz würde dann schon der Burger kommen. Oh, der Burger war auch gut.
Caro fragt heute noch, ob wir nochmal den Burger essen können. Wir sind auch nochmal eingeladen, ne? Ob wir vorgreifen darf. Wir sind nochmal eingeladen zum Essen. Das wird wohl bald kommen. Und wir wollten mal ein bisschen was anderes machen. Oder den Burger essen. Und Caro sagte, wir können auch nochmal den Burger essen. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Echtzeit, Übersicht, Zugriffsquellen, Geräte. Also nochmal, danke an alle, die geteilt haben, die mitgemacht haben, die geschaut haben, die geklickt haben. Auch wenn nicht immer alle lange dabei waren bei den Videos, weil die durchschnittliche Wiedergabezeit 2 Minuten 17 ist. Das ist jetzt nicht so viel, wenn man daran denkt, dass ein Video irgendwie so 8 bis 10 Minuten lang war. Vielleicht sind die Videos auch zu lang, vielleicht sollte ich die kürzer machen. Habe ich auch nicht dran gedacht. Aber manchmal passiert halt relativ viel an einem Tag, was ich für witzig achte und dann mit reinschneide. Und dann wird das irgendwie schon 8 Minuten lang. Außerdem habe ich nochmal so durchgescrollt durch die Videos, weil ich ja eh dabei war und habe ein paar Highlights rausgesucht, die ihr jetzt noch schön zum Abspann gucken könnt und vielleicht auch nochmal ein bisschen belächeln könnt. Und dann freue ich mich auf das nächste Jahr an YouTube. Tschüssi Küsschen. Rick. Guck mal, jetzt mach ich Rick. 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 Starte den Vlog. Ja, aber schön, dass du gezuckt hast. Keine scheiß Kamera mehr, weißt du? Hallo. So, nicht tragen, hier fahren. Ja, es ist ein Panda, okay. Panda-Bär! Ja! Panda! Komm jetzt! Kung Fu Panda. Kann doch nur... Oh mein Gott! Das ist wunderschön! Können wir nicht so laut sein? Das ist ja furchtbar. Das ist von den Kindern, wir können nicht anders! Okay, das lässt irgendwer da! Wir fahren wieder nach Hause. Wir waren im Kino. Ich bin jetzt Star-Lord. Gar nicht so. Supi. Wie fühlst du dich? Alt. Ja. Das erkennt sogar mein Gesicht ja. durch die Brille ja. in dem ja. iPhone. Ja. Hab ich ja gesagt! Ich hab's ja gesagt! Und ich bin in Gryffindor! Ich könnte so Auto fahren. Stell dir das mal vor. Dann voll durch den Blitz. Also, moin. Handbremse. So macht er das. Können wir die kaufen? Geht. Naja, es war ein Versuch wert. Er ist müde. Gestern Ofenkäse gegessen, heute. Was essen wir heute? Viel Lust auf Ofenkäse. Hatten wir ja lange nicht. Ich hab noch gar nichts gesagt, ob du Hunger hast. Wenn du schreist, antwortet sie nicht. Das ist anscheinend viel Hunger. Hast du einen schönen Tag? Ja? Was hast du so gemacht? Hast du deine Kumpels wieder eingeladen? Oh, wie viele? Alle? Oh, das war noch so viele. Mein Gott. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr... Jetzt kommen wir zu dem besten Feature an der AX100. Slow-Motion-Aufnahmen. Es ist möglich, mit der Kamera Slow-Motion-Aufnahmen bis zu 1000 FPS aufzunehmen. Jetzt, mein Gott. Kann ich jetzt wieder ausmachen? Das nachzukommentieren oder was neu zu machen? Ja, was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Aha. Und, deswegen? Ja. Minuten Stau oder so? Hallo Caroline. Herzlich willkommen zum Sonntag. In der Zwischenzeit kann man sich natürlich wieder hochqualitativ unterhalten lassen. Bei dem guten Marv. Will doch keiner sehen, H1Z1. Will doch keiner sehen, H1Z1. Ja, Marv, danke. Will keiner sehen. Ja, dann doch nicht einschalten.
Chuck Norris sitzt auf dem Fernseher und guckt Couch. Das ist bescheuert. Gott, dieses Objektiv. Hast du gerade eine Grimasse gezogen? Nein. Ich hab übelst die heiße Ohren. Mein rechtes Ohr. Siehst du das? Ja.